Na? Guten Abend. Willkommen zur Lasagne-Show. Das ist mir alles Käse. Nee, dann wäre es die Schweizer Show, aber egal. Ja, ich bin gerade hier noch schön Lasagne am Futtern. Weil, ja, auch ein Badi darf essen. Ne? Pferdelasagne? Aber wahrscheinlich. Definitiv. Einmal geritten, dann mit Fritten. Moment, der Song war schon. Kommt den hier. So. So, Leute, wie geht's euch? Ne? Für die, die sich ja jetzt wundern, ne, ihr könnt ja auch bei der News-Show mal fragen, wie es euch geht und so. Tue ich ja eigentlich nicht, weil, ne, es geht eher um die News, wie es die News geht und so. Ne, aber nicht um euch natürlich auch, aber klar. Ihr sollt ja auch schließlich informiert sein und alles. Das ist ja schließlich das Ziel dieser News-Show. Ja, muss man nochmal gucken. Ja, doch ein bisschen, da muss ich es bei mir leiser machen. Warum auch nicht? Ja, ihr habt es gesehen, diesmal ein perfekter Übergang. Nicht so wie am letzten Samstag, dass da das eine oder andere irgendwie ein bisschen komisch war. Aber was soll's? Müde, kaputt, etc. Was mir ja sagt. Okay. Lustigerweise sehe ich bei mir im Chat, ich guck mal gerade mal auf, oder? Ah, stimmt. Was Mea sagt. Eigenartig, okay. Naja. Ich hatte heute einen schönen Tag, um ehrlich zu sein. Auch hier, Stream vorbereitet und alles. News geschrieben. Ich bin im Haushalt gekümmert. Ja. Ich möchte gerne mal Folgendes kurz mal erwähnen. Ich wollte es eigentlich gar nicht erwähnen, aber ich werde es so generell nicht erwähnen. Ein, zwei von euch wissen, was passiert ist. Das bitte jetzt nicht genau ansprechen. Wer es wissen will, kann mir gerne eine PN schicken, aber bitte dann über Discord. Ich möchte so viel sagen. Solltet ihr einem Mensch begegnen, der sich über alles auf dieser Welt aufregt, nur weil ein Geschäft wegen Corona zu hat, seid asozial zu diesem Menschen. Ja, ich habe heute gelernt, dass ich meine soziale Ader nur bei den Menschen einsetzen soll, die es auch verdient haben. Und diesem etwas, was mich heute so von der Seite dumm angepöbelt hat, weil ich der Person nicht eine Frage beantwortet habe, obwohl sie über nichts steht, ne? Weder bin ich mit der noch verwandt noch verschwägert oder so. Hier was drin? Nein. Ne? Muss ich erstmal A gar nichts sagen. Wenn ich eine Frage bekomme, entscheide ich selbst, ob ich sie beantworte oder nicht. Andererseits denke ich mir, warum interessiert es sie? Damit sie weiter pöbeln kann? Also dann kommt dieser Finger hier zum Einsatz. Ne? Also deswegen, solltet ihr wirklich Menschen begegnen, die die Corona-Beschränkungen für Scheiße halten, die sonstiges für Scheiße halten und so. Eine Frage jetzt im Stream gestellt worden ist oder jetzt draußen im Real Life. Nee, eine, die im Real Life gestellt wurde. Das ist mir vor ja, 2,5 Stunden passiert. Wie gesagt, ich war heute, wollte mit Error noch kurz bevor dieser Stream hier losgeht, eine Runde Pokémon Go spielen. Ich bin am Bahnhof angekommen. Also ich wollte eigentlich gar nicht erwähnen. Ich wollte es eigentlich gar nicht erwähnen. Nein, 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 nein. Also es ist am Bahnhof passiert, heute hier. Ich wollte es gar nicht erwähnen. Ich wollte es eigentlich generell nicht erwähnen. Und ich sag's nur so: trifft ihr so eine Person? Und deswegen habe ich es ja gesagt: fragt mich per PN bitte. Ne? Es gibt Discord, ihr könnt mich gerne privat im Discord anschreiben, für die, die mich privat im Discord haben. Für die, die es nicht haben, aber dennoch neugierig sind, aber die ich nicht kenne. Für euch sage ich es nicht. Ganz einfach, weil es wahrscheinlich auch diese sein sollten. Weil, wie gesagt, ich habe es auch generell schon gesagt, und das gilt auch für die News-Shows, es gilt für alle Streams, die ich hier mache bei der TV. Wer mir hier mit obszön, eigenartigen Meinungen kommt, die weder also nachweisbar sind noch stimmen, fliegt raus. Hochkant. Dafür haben wir Regeln. Und wer gerne so ein Regelbrecher ist, gerne. Komm rein, lass dich bannen. Machst du wieder einen Account, lass dich nochmal gerne bannen. Aber wenn ich deine IP-Adresse rauskriege, dann gibt es eine Anzeige. So, um das mal ganz kurz mal so zu erwähnen. Eigentlich, wie gesagt, solchen Leugnern will ich keine Plattform geben. Ganz einfach. Weswegen ich das zu Beginn auch bei Update Live jetzt noch gesagt habe, dass gerade alleine diese. Ich bin ja gar nicht in Rage. Ich habe mich. Ich bin, nachdem das fast wirklich ich auf 180 war, wegen diesem Etwas,
Ne? Für mich sind das auch keine Menschen. Ne? Die würde ich nicht mal in der Lasagne essen wollen. Weißt du, das ist einfach wirklich, weißt du? Geplatztes Kondom. Fertig. Ne, Unfall, würde man dazu heute sagen. Obwohl geplatztes Kondom oder Unfall ist ja dasselbe. Also, wie gesagt, und bei solchen Menschen, die dann... weißt du eigentlich mehr, wie Menschenfleisch schmeckt? Ne? Aber was soll's. Das Schöne ist ja auch noch, dass es ja überall diese ganzen Menschen gibt. Ne? Hat man einen Arzt gefragt, also. Wer sagt jetzt, dass, sagt jetzt Ali, dass er Menschenfleisch gegessen hat? Von mir aus. Schmeckt aber trotzdem lecker. Hab da noch ein halbes für mich. Warum nicht? Black Beauty hat lecker geschmeckt. Ja, aber ich will zu einem Punkt kommen. Leute, wir leben in einer freien Gesellschaft. Klar, diese ganzen Menschen da draußen, die sich Volk nennen und gegen diese Beschränkungen demonstrieren, haben ihre Meinungsfreiheit. Ja? Aber wer für die Wirtschaft agiert, der ist Lobbyist. Im Übrigen, guck mal wirklich, guck mal. Das ist Donald Trumps Frisur, wenn er aufsteht? Das nicht. Geil. Ja. Dr. Nick Riviera. Meinungsfreiheit, Ungleichrecht auf Plattform. Ja, aber das Problem ist, es gibt ja auch Leute im Internet, die Scheiße verbreiten, ne? Und das dann als Meinung verbreiten, beziehungsweise als Meinung verkaufen oder als, als Tatsache, ne? Gibt's genug davon. Ich habe heute den ganzen Tag nur auf Twitter gesehen, aber ich habe mir halt auch irgendwann mal einfach mal beschlossen, ob ich mir wirklich so eine eigene Quarantäne mache, indem ich einfach sage, ich werde für einen Monat oder so keine menschlichen Aktivitäten mehr ausüben. Das habe ich mir echt überlegt letzte Woche. Kein Plan, was Lobbyisten sind. Ach, das sind so... Mia, dir das jetzt zu erklären, das würde jetzt schon, glaube ich, 2-3 Stunden... Er war bei den Simpsons, ja, ich war mir nicht sicher. Ich hatte gerade Dr. Mick und Dr. Nick im Kopf. Ich wusste nicht mehr, zu wem ich... Entweder zu Scrubs, ne, oder zu Simpsons. Ich wusste es nicht mehr. Ich wusste den Nachnamen nicht mehr. Bei Dr. Nick dachte... Also, den Nachnamen hat... Ich wusste schon nicht mehr. Ich muss mal wieder mehr Simpsons gucken. Dafür gibt's ja Disney+, Plus, Gott sei Dank. So, aber wir spielen heute kein Spiel der Simpsons, sondern wir spielen heute ETS 2. Der Grund ist der, dass ich heute mal darauf Bock habe. Der andere Grund ist der, dass ich heute den Stream bis Mitternacht mache. Das heißt, ich bin jetzt noch gut 3,5 Stunden live mit diesem Stream hier. Und das liegt daran, dass irgendjemand die 50.000 Kanalpunkte geknackt hat. Was sind diese Kanalpunkte? Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz mal das Dashboard von DerchoTV, den Stream Manager, wie man ihn so schön nennt. Gibt's nichts zu verbergen, ganz einfach, weil ich einerseits sehe, wer hier nämlich gefolgt hat, wer hier was gemacht hat. Im Übrigen nochmal ein Riesendank an den anonymen Schenker vom, wann war das, Mittwoch? Ne, Freitag war das, der hier wirklich 10 Subs rausgehauen hat. Vielen, vielen Dank dafür. Einerseits seht ihr es hier unten, weil ich bin hier mit meinem privaten Account angemeldet. Da siehst du, war die Dercho, ne, also nicht mit DerchoTV. Und hier unten seht ihr Dercho Points. Die wollte ich eigentlich in D-Points umbenennen, aber ich glaube, nee, die hießen D-Points. Jetzt heißen sie Dercho-Points. Und ihr könnt da mit was machen. Zum Beispiel ein zufälliges Abo-Emote entsperren. Also wenn ihr nicht Subscriber seid, aber ich sehe gerade hier, alle sind Subscriber, die im Moment im Chat geschrieben haben. Dann könnt ihr ein Emote zum Entsperren auswählen, ne, oder das Emote ändern. Und natürlich habe ich auch selbst Sachen reingetan. Das sind jetzt im Moment auch Streaming-Projekte gewesen, wie zum Beispiel ein Extended Stream in der Woche. Ein Extended Stream bedeutet die doppelte Laufzeit von Games Live. Games Live läuft bei DerchoTV meistens um die 2 Stunden. Außer es gibt einen besonderen Anlass, dann 3 bzw. 4 Stunden. Und meistens sind die halt von 8 bis 12. So. Date mit Vardy. Da mache ich 3 Millionen Punkte. Date mit Vardy. Und hier ist jetzt nur noch einer übrig geblieben. Bei 50.000 war es nämlich so, 2 Extended Streams in der Woche. Das heißt, das ist diese Woche jetzt der Fall. Da habe ich es mir jetzt einfach rausgesucht. Alter, ich mach immer noch so. Das sieht eigentlich gut aus, die Frisur, ne? Ich war nicht beim Friseur, ich schwöre. Ne?
Morgen früh mache ich einen Stream, dann sehen die Haare wieder ganz anders aus. Ich hoffe, es geht auch raus, ne? Sonst darf ich Haare waschen. Was ich ja sowieso tue. Wo war ich denn geblieben? Ja, es gibt, einerseits gab es diese 50.000, das wird jetzt diese Woche geregelt. Der nächste Extended Stream wäre dann am Freitag, also sprich zum Wochenanfang und zum Wochenende hin. Ja, ich habe ihn nicht auf Samstag gesetzt, weil Samstag wird es nämlich noch einen speziellen Stream geben, der jetzt, sagen wir mal, irgendwann beginnen wird, weswegen er in die Kategorie spontan reingesetzt wird. Ich kann aber sagen, Samstag gibt es auch einen Stream, aber dann ohne Update live, sondern eher Games live nur. Und jetzt bleiben nur noch die 100k übrig. Die 100k, wie ihr es gesehen habt, 15 Stunden Stream. Warum 15 Stunden? Ich will erstmal klein anfangen und nicht direkt sofort dick auf Eier machen und sagen, hier 50 oder 30 Stunden kann ich mit Klacks. Das soll natürlich auch vorbereitet sein, ne? Also sowieso war generell an Ostern ja geplant, so einen Stream schon zu machen. Es gab aber halt ein Hindernis, das nennt sich Corona. Und deswegen ist ja hier so ein bisschen bei Dercho TV auch so eine Art Ausnahmezustand entstanden, der jetzt mit diesem kleinen Relaunch. Deswegen, warum machst du beide Extended Streams in einer Woche? Du bist ja schon kaputt. Erstens, war ich schon immer kaputt? Ich bin, als ich Dercho TV 2008 gestartet habe oder wieder hiermit gestartet habe, 2013, vor 7 Jahren, war ich schon sowieso kaputt, ne? Und einerseits, wenn ich schreibe, 2 Extended Streams in der Woche, dann finden sie auch in der Woche statt. Nicht, dass ich irgendwie sage, so 2 Extended Streams so, ne? Und dann nächste Woche einer, ne? Und dann nächste Woche einer, ne? Pfui, draußen stürmt es gerade heftig. Also hier geht gerade wirklich sehr interessant die Sonne unter. Ne? Früher hatte ich das Problem, dass mir nur die Sonne wirklich ins Zimmer geschienen ist. Heute sehe ich sie kaum. Wahrscheinlich einer der Gründe, dass ich so eine kurze Zündschnur habe oder so. Keine Ahnung. Apropos Haare, hätte mich beinahe mit einem Friseur gekloppt. Was? Beinahe mit einem Friseur? Also bitte. Sowas tut man doch nicht. Ich verprügel meinen Friseur. Wegen den Preisen. Ach so. Weil ich endlich ein richtiger Gamer. Naja, ich bin ja nicht im Keller. Ich bin immer noch im Dachgeschoss, obwohl das gilt ja auch. Ist ja scheißegal. Nee. Ja, und ich habe mir mal gedacht, solche Extended Streams sind eigentlich 5. Also, ich will ja nicht sagen, aber für sowas zahlt mein Mitbewohner, der Error, Schnitt, also zum Schneiden und Haarfarbe. Wir sind ja ab und zu hat er ja mal so blond-graue Haare. Ne? Kommt nicht wegen dem Aufregen wegen mir oder wegen anderen Dingen, sondern weil die gefärbt sind. Ne? Ich bin groß, wenn du das siehst. Error, ich hab dich auch lieb. Ich meine, sei nicht böse. Nein, und um aber auf die Extended Streams zurückzukommen. Einerseits ist es nämlich so, dass ich halt auch ETS dafür nutzen wollte. Ich habe eigentlich heute ein ganz anderes Spiel auf der Agenda gehabt, aber weil auch das Schicksal hier entsprechend, da hat aber Corona nichts mit zu tun, sondern Updates haben damit zu tun, gab es nämlich bei ETS 2 jetzt letzte Woche ein neues Update. Ja, und zwar nämlich hat es jetzt endlich das gekriegt, was der American Truck Simulator schon längst hat, und zwar nämlich ein Update zum, wie gesagt, mit dem Sound und alles. Du kannst selbst halt auch die Sequenz mit dem Intro leiser stellen, was auch richtig geil ist, und außerdem halt sind auch die Hubgeräusche und so auch deutlich anders, als wie man es sonst eigentlich kennt. Ja, deswegen habe ich meinen Termin abgelehnt und suche jetzt einen neuen. Begründung war wegen Corona. Ja gut. Ja, ich bin mir halt noch nicht sicher, weil ich unter anderem nämlich keinen gescheiten Mundschutz habe, den ich so drüber ziehen kann, dass man mir hinten die Haare abschneiden kann oder zumindest hier so ein bisschen die Koteletten oder so, ne? Weil Bart ist klar, also ich habe ja halt auch schon überlegt, und deswegen habe ich mir dann heute, als ich einkaufen war, habe ich mir gesagt, komm, weißt du was, du kaufst jetzt Haarspray und machst aus diesem Busch da oben irgendwie eine Frise und zack, hast du sie jetzt. Ne? Ja, deswegen, ich überlege mir jetzt halt auch irgendwie einen Mundschutz zu bestellen, ich werde mir jetzt keinen basteln, ich will jetzt einen richtigen haben, wo ich auch weiß, dass der funktioniert und dass der nicht irgendwie alle 2 Tagen oder so. Ja, haben sie, bei uns im Lidl gab sie zum Beispiel vor 2-3 Wochen, die waren aber direkt ausverkauft. Ja, weil es wieder mal welche gab, die wieder mal wie verrückt am Hamstern sind. Aber wie gesagt, Menschen sind, ne, komisch Leute. Ne? Wärst du lieber Ampel, könntest du rot zeigen, könntest du gelb zeigen, könntest du grün zeigen. Oder du wärst ein LKW. Hast du auch mal eine dicke Hupe. Ja. Oh, ein McDoof-Glas. Nee. Na 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 na
Das sind Booster-Glaser. Glaser. Ne? Ja, die sind mega. Also wir haben alle davon. Ne? So! Um mal aber mal so langsam hier mal zu starten. Ich kann euch im Übrigen auch zeigen, was nämlich passiert, wenn ich nämlich Truckers MP starte, um halt wirklich keinen Schund zu erzählen. Denn Voraussetzung ist dafür, dass ich nämlich Truckers MP spielen sollte. Einerseits, ne, ich würde es jetzt gern zeigen, aber dafür müsst ihr auf dem zweiten Bildschirm, habe ich jetzt hier nicht in der Szene drin. So, ich zeig mal das und dann kommt das hier. Unsupported Game Version Detected, ne? Man will die Version 1.36.2.55s, aber ich habe aktuell die neueste Version, das ist 1.37.1.6. Ne? Also es wird halt dann verlangt, dass ich ein Downgrade machen soll. Was ich aber ablehne, weil ich hatte schon mal schlechte Erfahrungen damit gemacht, geradewegs alleine, als ich früher mit meinem Laptop gespielt habe, habe ich ja auch die Version gedowngradet und dann haben diverse Konten nicht funktioniert. Und wenn ich dann einmal irgendwie im Leben mal wieder offline fahren will, hat es nicht funktioniert. Und dann sind irgendwie Strecken weg gewesen, beziehungsweise die Strecken, die du gefahren bist oder Erfolge oder Geld und so weiter und so fort. Entschuldigung, da meldet sich das Multisaft. Und das nervt halt ein bisschen. Sah gerade aus wie dieses McDonald's-Glas. Also Gläser, also die McDonald's-Gläser. Die haben wir nicht. Noch nicht. Ja, und deswegen habe ich mir beschlossen, zumindest dann ETS 2 ganz normal im Singleplayer, also so wie man es eigentlich kennt. Dasselbe dann auch mit ATS, also ich habe damit ein ATS nicht mal verbunden, was ja sonst auf meinem Laptop nicht ging. Hier würde es theoretisch gehen, aber solange wie es jetzt nicht so... Ich weiß es gar nicht. Hat jemand von euch ATS mit verbunden über Truckers MP? Würde es funktionieren? Weil weiß ja nicht, wenn da einer da ist. Ich weiß, glaube ich, der Don Pedro zum Beispiel, ne? Der hat es ja doch, glaube ich, auch damit. Du hast es doch damit verbunden, oder nicht? Ne? Und jetzt den Bus, da ist der LKW. So, dann wollen wir mal umschalten. So, jetzt seht ihr mich in einer anderen Perspektive. Ne? Und ich schalte mal mein Gamepad an. Das heißt, wir legen auch mal langsam los. Habe ich eigentlich die die Szene habe ich verändert. Das ist sehr schön. So. Und es ist ganz leise zu hören, ne? Ziemlich leise. Normalerweise wäre es grottenlaut. Aber selbst das kann man verändern. Und das finde ich so cool. Ne? So, ich muss mal gerade ganz kurz nämlich einmal in die... hallo. Lass mich mal auf mein OBS. Muss nämlich die Spielaufnahme nämlich einmal verändern. Letztes Mal war hier Tales of Symphonia. Jetzt ist hier Euro Truck Simulator 2. Der den nicht abgreift. Okay, nehme ich das. Ah, guckst du hier. So, da haben wir es nämlich. ETS 2. Ich passe das mal ein bisschen an den Bildschirm an, ne? So ein bisschen hier. Ja, könnte man auch mal hier so. Zack. Da ist ja jetzt alles wieder ein bisschen anders. Aber obwohl, das ist ja wie beim letzten Mal jetzt gewesen. So, ne, das hat sich jetzt zum Beispiel nicht verändert. Ne? Da steht es auch nochmal, Update 1.37 ist ja jetzt draußen, wie gesagt. Es wurden auch, glaube ich, in dem Update neben dem Sound auch einzelne Städte in Frankreich verändert. Weswegen ich mir jetzt halt auch zur Mission heute gemacht habe, wir werden heute Aufträge fahren, die nur in Frankreich sind. Ne? Weil wir alle dieses Land lieben, sollte ich sagen. Macron hat mich angerufen, hat sich beschwert. Warum so wenig Frankreich? Wo ist die französische Mentalität? Du Arschloch? Nein, Spaß. Und da war sie nämlich. Ja, und deswegen durchfahren wir heute Frankreich. Ich habe im Übrigen auch die 50% jetzt schon erreicht. Das heißt, das alles hier und alles, was zu Frankreich gehört und noch grau ist, versuchen wir heute zumindest bis Mitternacht. Also dafür haben wir jetzt noch gut 3 Stunden. Vielleicht wird es auch ein bisschen länger, aber wie gesagt, das wird eine kurze Nacht für mich, weil ich morgen früh dann wieder aufstehen muss wegen dem Kickoff-Stream. Ja, aber warum nicht? Wenn man Bock auf Stream hat, sollte man es auch machen. Und durchstreamen werde ich definitiv nicht. Weil der Dienstag ist auch ein schöner Tag. So, ja, das wird dann zum Beispiel sein. Ich bin jetzt schon in Toulouse. Ich habe gestern bin ich ein bisschen rumgefahren, habe dann mir mal so ein bisschen den Spaß mal hier erlaubt und bin durch Frankreich gefahren. Ich habe auch im Übrigen meinen Anhänger sogar mit, was ja beim Truckers MP ja nicht so dolle funktioniert hat. Ne, was ja wirklich nicht so doll funktioniert hat, wo ich ja auch dann gesagt habe, naja, hab da jetzt nicht so groß drauf Bock, dann selbst hinten einzuparken und schlag mich tot
und was weiß ich nicht alles, weswegen ich dann auch wirklich gesagt habe, da, das kann ich nochmal bezeugen, da ist er nämlich, habe ich dann nämlich auch gesagt, gut, dann werde ich meinen Hänger nur benutzen, meinen Anhänger, wenn ich nicht im Trucker MP spiele. Vielleicht werden sie das irgendwann fixen, ich weiß es nicht genau. Aber mal gucken, wie das so sein wird. Einerseits soll es ja natürlich auch dazu bringen, dass ich mal endlich mal so ein bisschen mal lerne, auch mal richtig rückwärts einzupacken mit Hänger. Und das wäre halt natürlich auch richtig cool. Aber ich werde es nie richtig lernen und ich kann es auch nicht richtig lernen. Also vielleicht werde ich es mal irgendwie hinkriegen. Wenn ich mal irgendwann ein Lenkrad besitze, vielleicht, aber ist eher unwahrscheinlich. So, das seht ihr dann nämlich. Ich fahre wieder ganz regulär, also mit ohne Dingens und so. Ja. Moment, ich muss mal gerade mal kurz jemanden im Chat antworten. Nein, nicht wegen meiner Bewerbung. So. Okay. So. Guck mal, jemand hat wieder auf meinen Tweet erfolgreich. Ich finde es nur gerade ein bisschen schade, dass niemand auf meinen Tweet reagiert hat, nachdem ich mich mit dieser Person da gestritten habe am Bahnhof. Ich habe mich dann halt wirklich auch, ne, mein Puls war auch gefühlt auf 180 oder so. Also gut, dass ich nur im Internet so ein bisschen der Gernot Hassknecht bin und da auch meine Videos poste. Aber nicht so wirklich. Also wie gesagt. So, was haben wir denn hier so? Ich guck mal gerade mal nach, wir müssten ja dann eigentlich preisaufwärts, ne, weil wir ja in Frankreich bleiben. Toulouse ist ein bisschen Limoges. Ja, so zum Teil nach oben Montpellier, wir könnten nach Montpellier, Limoges, La Rochelle hätten wir, Lyon hätten wir, wir könnten mal nach Lyon fahren oder Bourget oder La Rochelle rennen. Haben wir mal nach La Rochelle, medizinische Ausrüstung, guck mal, das sehen wir hier. Passt ja auch irgendwie, finde ich, ne, geradewegs jetzt in diesen Zeiten von Corona, ne, fahren wir mal einfach mal so, dann fahren wir mal hier. Da geht ja schon gut los hier, ne? Ich wollte normal fahren, nicht wie im Truckers MP. Meine Güte. Excusez-moi. Oh, Scheiße. Dürft im Übrigen gerne Clips machen. Oh Gott, das wird heute wieder, das werden heute wieder bescheuerte Seiten. Tag auch der Herr, Tag auch der Junge. Daniel, guten Abend. Oh, guck mal, Polizei. Das heißt, gescheit fahren, sonst sind 1100 Euro weg. Kauf mir, warte mal, ich kaufe mir ein Baguette und treffe mich mit Janette. Kannst du machen. Ich glaube, man hört das nicht so genau, ne? Aber der Blinker hört sich anders an. Ich möchte das mal auch mal ganz kurz mal gerne kurz zeigen, was ich nämlich mit den Veränderungen der Audiosachen meine. Denn wenn ihr die Audioeinstellungen jetzt in der neuesten Version 1.37, ich kaufe mir ein Baguette und treffe mich mit Jeanette. Nein, kenne ich nicht, tut mir leid. Seht ihr, was ihr alles umstellen könnt? Lautstärke des LKW-Motors, des Auspuffs, der Effekte, des LKWs an sich, des Aufliegers, des Verkehrs, Weltgeräusche, also sprich, ne, wenn ein Vogel irgendwo gegen knallt oder so, Umgebungsgeräusche, ne? Also zum Beispiel selbst beim Regen hört man das Tröpfeln auf dem Dach. Das ist geil, Leute. Oh, ich krieg Gänsehaut. So, Lautstärke im Inneren, Radiolautstärke natürlich klar, die Navi-Sprache, die Musiklautstärke, ne? Also sprich, die Musiklautstärke im Menü und Lautstärke des Musikmenüs, habe ich ganz rausgemacht. Und hier, Intro-Geräusche, Logos. Es wird selbst beim Intro, ne, und beim Logo, was ihr dann seht, ne? Sind das die neuen 1.37 Features? Ja, das sind sie. Ach, von der Blackfuss! Ja, dann habe ich nicht gewusst, Entschuldigung. Ne? Ja, das sind die. Die gibt es bei ATS schon länger, also beim American Truck Simulator. Als wir das letzte Mal ATS ja hier im Stream gespielt haben, da habe ich ja mich gewundert über die Soundeinstellungen. Das sind zum Beispiel die Neuerungen und wie gesagt, einzelne grafische Neuerungen sind wie zum Beispiel, dass einzelne Städte angepasst wurden, vor allem in Frankreich. Also wer es Frankreich DLC nicht besitzt, ja, der wird nur diese Soundänderungen haben. Biege nach links ab. Hört ihr das? Habt ihr das gerade gehört?
Warte, ich kann auch mal das Hupen mal machen. Siehst du, die Hupe hört sich auch ganz anders an. Die hat sich ja vorher ja ganz anders angehört. Jetzt ist es eine ganz andere. So, dann können wir mal hier lang fahren und dürfen jetzt 70 fahren. Sehr schön. Aber wir müssen ja gerade erstmal noch unsere Fracht abholen, ne? Es wird noch so ein bisschen dauern. Ja, Hupe war frühestens weitaus dumpfer. Genau. Eben. Hat die Hupe Durchfall? Bitte links halten. Wollte ich jetzt lachen? Ich weiß jetzt nicht, wo der Gag war. Oh. So. Wuppi, guten Abend. Na, was geht? Alter, ich muss auf die Autobahn? Ja. So. Salzstangen. Ja, ich hatte Lasagne. Einmal geritten, dann mit Fritten. Naja, gut, Fritten waren das ja nicht, sondern eher. Aber ich vermisse trotzdem immer noch so die Original-Currywurst-Pommes-Mayo. Ne? So, komm, wir fahren. Alter, ich wollte schon gerade sagen hier, meine Güte. 50, ich muss sowieso gleich wieder runter. Ne? Du hast einen Zuschauer, der Bockwurst Blinker mit Senf heißt. Ich feiere den gerade. Hab ich? Lol. Hallo Bockwurst Blinker mit Senf. Toller Name im Übrigen. Ja. Es gibt immer die kreativsten Namen auf Twitch. Ja. Werner Beinhardt. Ja. Das ist nur meine Vorspeise, weil die gleich kommt noch das Gulasch mit Nudeln dran. Oh ja, ich hätte auch mal wieder Bock Gulasch zu machen, ne? Nur ich überlege mir jetzt wirklich, da habe ich auch mit meinem Mitbewohner so ein bisschen darüber gesprochen, dass wir so mal so langsam mal so ein bisschen, ne, weniger Fleisch, mehr Gesundes und so zunehmen. Also jetzt nicht darauf verzichten. Ich habe im Übrigen einzelne Streams, also sogar die vom 1. Mai unter anderem, mich nochmal, mir nochmal angeguckt und genau in der Stelle, wo Don Pedro, du sollst dich jetzt angesprochen fühlen, wo du mir, Don Pedro, gesagt hast, ich sollte mehr Fisch essen. Ich habe ohne Scheiß richtig Bock auf Fisch. Ich muss nur gucken, wo ich mir meinen Fisch herhole. Das ist leider das Problem geradewegs, ne? Ich muss nämlich schauen, wo ich meinen Fisch herbekomme. Aber erstmal will ich mal gucken, wo ich mir eine gescheite Maske herbekomme. Ne? Ohne, dass ich dafür ein Vermögen bezahlen muss. Eine gute Stoffmaske. Aber mal schauen. Silberfisch vom Klo. Einfach angeln. Na, lieber nicht. So. Vierte Ausfahrt nehmen. Eine dritte Ausfahrt. Nicht vierte. Gibt's nur drei. Ah. Nimm diese Ausfahrt. Da. Na, guck mal, da ist ja die Firma, wo wir... was war das nochmal? Ah, vergessen. Ja. Ich habe eigentlich noch vergessen. War die mal wieder alles put? Ja. Du meinst mit gescheitem Fisch, kauf doch ein paar Thunfischdosen fürs Erste. Alter, dann hätte ich nur Bock auf Thunfischpizza, glaub mir. Und irgendwann hätte ich die Schnauze voll von Pizza. Gut, ich könnte mir auch einen Thunfischsalat selbst machen, ne? Mayonnaise dazu kaufen, bisschen Gemüse dazu, ne? Und mit Salz, Pfeffer und Knofi würzen und so. Wäre auch eine Möglichkeit, ne? Ach, ernsthaft. Hier endet es. Kauf Makrele, eine der gesundesten Fische. Ich hab mal wieder Bock auf Matjes. Oh, genau. Stopp. Da ist das Ding. So. Aufträge. Wo haben wir es denn? Medizinische Ausrüstung. Wachtmark war das nicht. Da, medizinische Ausrüstung. Matjes bin ich dabei, war die. Oder Lachs. Lachs wäre auch geil. Ja, ich habe auch mal wieder Bock. Schön, also Lachs unter anderem. Einerseits nämlich mit, wie heißt, mal wieder auf schön auf ein Brötchen oder so. So, ne? Also so ein Lachsfilet halt. Ne? Schön mit ein bisschen Butter, Margarine, ne? Und dann schön, oh, lecker, mit einem schönen leckeren Salat dazu. Ne? Matjes Brötchen. Mm, ja. Oh, ich hole mir gleich nochmal, echt ohne Mist.
Und mir gleich noch das zweite Stück Lasagne. Das ist sowieso so eine Absperrung, also komme ich hier nicht weit. So, dann wollen wir... Ja, 3-4% die scheiß Dinger hier. Wie weit soll ich noch einknicken? Tue ich eigentlich schon, aber egal. So, jetzt fahre ich eine ganz andere Strecke. 6 Stunden, 7 Minuten, erste Fahrt. Gut, Fisch. Ich habe da leider so meine... Deswegen will ich ja auch mehr Fisch essen. Ne? Deswegen will... Warum blinkt der nach links? Ups, falsch. Ah, scheiß drauf. Fahren wir halt hier die Strecke nochmal. Ich will Autobahn. Thunfisch mit Mais und Zwiebeln sind saugut. Oh ja, das. Wie gesagt, mir fallen halt nicht so viele Rezepte halt ein mit Fisch. Na, ich habe jetzt halt das letzte Mal, als ich Fisch gegessen habe, das war jetzt halt ne schön eine Forelle, zwei Forellen sogar. Gewürzt, ausgenommen, gewürzt mit Zitronenscheiben in Alufolie verpackt in den Ofen getan. Ne? Das war halt der letzte leckere Fisch, den ich da halt gegessen habe. Aber ich hätte halt mal wieder Bock, wie so, ne, auf jede verschiedene Art, ne? Er blinkt nach rechts, weil er es kann. Daniel, du hast mal wieder mal nicht richtig hingeguckt, ne? Der hat nach links geblinkt. Und nicht nach rechts. Aber nun gut. Da solltest du ja auch. Fisch ist eines der gesündesten und nahrstoffreichsten Tiere. Blätterteig und Lachs. Oh, Blätterteig. Guck mal, jetzt gibt es auf einmal so viele Dinge mit Fisch, die man mit Fisch machen kann. Mich das manchmal mal aufregt, wenn man das halt nicht so weiß, ne? Aber nun gut. Man lernt ja immer wieder gern dazu. So. Fisch und Blätterteig? Ja, wahrscheinlich den Fisch in Blätterteig einpacken, ne? Schön mit Eigelb ein bisschen drüber in den Ofen rein und fertig, ne? Also sprich, noch davor backen natürlich. Ja. Gibt's auch fertig zu kaufen. Ja, selbst gemacht ist halt auch immer was. Ich überlege ja halt vielleicht mal morgen irgendwie wieder was selbst zu machen. Aber wie gesagt, eigentlich hätte ich halt auch noch Bock, auch mal wieder Gulasch zu machen. Geradewegs halt so Kartoffelpüree mit Gulasch, ne, worauf ich auch mega Bock habe. Das wäre halt auch wieder mega cool. Kartoffelpüree mit Gulasch. Ne? Wäre halt auch mal wieder richtig geil. So. Bleibt schön auf 94, lieber LKW. Ne? Sowieso gleich runter und da gibt es dann sowieso gleich eine Mautstelle. Mach mir die Ludolf. Ludolf. Wie war das? Nudel kann man... Wie war das nochmal? Man hätte mal wieder so Bock auf Innereien, aber bekommst du so schwer bei uns. Ja. Das ist halt wieder ein bisschen scheiße, ne, wenn man so an gewissen Sachen nicht kommt. Wir haben hier auch so einen internationalen Laden, ne, also so, der heißt hier A&N-Laden. Und da gibt es halt so Sachen aus Osteuropa, aus der Türkei, vorwiegend Osteuropa, beziehungsweise vorwiegend Russland. Und da hätte ich auch mal Bock so irgendwie, also auf diese Fertig-Pelimeni und so habe ich keinen Bock. Ne, also dann lieber, wenn ich bei meiner Mama bin und die hat gerade so Bock auf Pelimeni oder hat Pelimeni im Vorrat gemacht, dann hätte ich auch richtig Bock drauf. Also so hätte ich das gerne. So würde ich das gerne auch machen. Wie gesagt. Aber sonst, kauf mal Vinari-Mayonnaise für mich. Ja, ich habe so eine richtig leckere Mayonnaise, aber an die werde ich schwer drankommen, weil dafür müsste ich bis nach Holland fahren. In einem Aldi in den Niederlanden, direkt hinter der Grenze zu Deutschland. Also, ne, wenn du in Richtung Aldi fährst. Alter, du scheiß Auto! Fährt in mir auch noch rein, ey. Was ist das für eine KI hier? Ne? Manche machen ja, ich mache meine Mayo inzwischen selbst. Fisch mit Blätterteig höre ich zum ersten Mal, aber da würde man nirgends so mitbekommen. Kauft ihr doch Regenbogenforellen, aufschneiden, mit Kräutern und Knoblauch füllen, dann passend mit Butter eingefettetes Gefäß reingeben und schön anbraten. Oh, ja, das wäre auch was. Ups, ich bin wieder zu schnell. Maximal 94 kann ich fahren, aber dann schön Forelle blau. Forelle blau wäre auch nicht schlecht. Oh, mach hinne, du Scheißkarre. Sonst muss ich gleich nach links. Oh. Der hinter mir hat Pech gehabt. Na, Netto Online. Ach, hier. Ach, guck mal. Netto bietet das sogar an. Und ich kriege von denen immer ein Newsletter, weil ich die Deutschlandkarte habe.
Das geht hier ja noch eine Weile, ich bin erstmal raus. Ja, wie? Bist du dann immer hier, wenn hier kein Stream ist oder was? Das nennt man Lurken heutzutage. Ach so, das nennt man Lurken. Wusste ich nicht. Naja, nun gut. Was soll's. Mit Blattspinat. Klingt lecker, wenn ich ehrlich bin. Wie gesagt, ich muss mir da mal ein paar Rezepte raussuchen. Und mal ein bisschen gesünder ernähren, weil geht ja auch sowieso mit Veggie, weil oder Veggie, sagen wir mal vegan. Also vegane Sachen, die mag ich auch wirklich. Und bitte keine Anspielung auf diesen komischen veganen Koch, der bei diesen Corona-Demonstrationen war, ne? Der hat einfach nur einen kaputten Kopf. Der hat sich wahrscheinlich vorher was anderes reingepfiffen oder so. Aber wie gesagt, ich meine ja generell schmeckt vegan lecker. Da kann jeder seine eigene Meinung gerne dazu haben. Viele sagen, vegan ist der letzte Dreck. Andere sagen, vegan ist cool. Ich sage, vegan schmeckt lecker. So. Da habe ich meine Meinung zu und ne, wie gesagt, es ist halt eine der Chatregeln, akzeptiert die Meinung anderer, wenn nicht, dann geht bitte raus. Ne, jeder hat da so seine Meinung, du meinst genau, Attila. Der beschmutzt auch den Namen Attila quasi. Ne, ich will mich da nicht reinsteigern, ganz einfach. Wie gesagt, es reicht mir schon, dass ich heute schon mit diesen Corona-Idioten, wie man sie auf Twitter ja derweil schon nennt, mich beschäftigt habe, beziehungsweise jetzt schon quasi so richtig. Reicht's mir eigentlich, weil, wie gesagt, der Mensch kann eins vernichten, und zwar nämlich einiges. Entweder vernichtet er seine Mitmenschen, vernichtet sein Umfeld oder vernichtet sogar Charakter. So ungefähr. Ach, warte mal. Kommt auf vegane Produkt an. Ich mag nicht jedes vegane Produkt. Veggie-Taler zum Beispiel ist auch lecker. Ja, ich habe halt auch schon einiges so gegessen. Ich bin ja sogar auch erstaunt über die Veggie-Hacksteaks mal gewesen. Die haben wir auch mal irgendwie hier im Netto bei uns gekauft. Und die sind halt auch wirklich lecker gewesen. Wenn ich mal ehrlich bin. Die sind wirklich lecker. So, den Hunnenkönig, ja. Der wurde ja abgeführt, wie ich gesehen habe. Also das Licht nicht mal richtig angehabt. Was bin ich denn für einer? Wie viel kommen noch? Würde ich einmal gern so richtig überholen. Ja, das passiert halt mal, ne? Dann, ja, bei mir ist es halt so, es ist halt noch weniger Bewegung geworden, weil alleine durch Corona, ne, du kannst nicht wegfahren oder du kannst dich halt nicht mehr bewegen und so. Ich fahre jetzt hier mal ausnahmsweise etwas schneller, weil ich nämlich überholen will und nicht hier an einer Fahrt jetzt schon gefühlt eine Stunde dran sitzen will. Kommt mir das halt auch so vor und ich will halt generell jetzt halt auch, das hat auch einerseits halt wie gesagt mit meinem Umfeld zu tun, weil die Freundin von meinem Mitbewohner halt ist Veganerin und alleine dadurch haben wir jetzt auch die ganze Geschichte mit, ja, die sind halt leider winzig, kann ich verstehen, klar, ja, also ich, wie gesagt, ich hatte halt noch Bock mehr auf die Sachen davon. Und ich will halt generell halt jetzt mal versuchen, weniger Fleisch zu essen. Das Problem liegt halt auch einfach bei mir immer wieder, wenn ich halt abends nicht streame und ich habe halt die Chance, ein bisschen zu zaubern, ne? Und ich will da halt nicht sofort irgendwie nebenan zum Lieferdienst gehen oder halt Lieferando-App rauskramen oder so, sondern generell, um mal zu gucken, was wir machen können. Und auch jeden Abend Toast dann immer zu essen, was ich dann schon sowieso morgens vielleicht mal mit zwei Eiern oder wie auch immer dann halt mache oder als Sandwich oder so, habe ich dann halt auch generell keinen Bock. Ne? Und dann kommt halt mal, wenn ich streame, sage ich, gut, wenn ich jetzt halt so zu einer späten Zeit wie jetzt 19:30 halt streame, dann kann ich vorher halt noch irgendwie Essen machen, weil mein Mitbewohner kommt halt um, oder Error kommt so gegen 6 nach Hause, mal um 5 Uhr, 6 Uhr und so weiter. Also gehe ich davon aus, dass du gerne saugst. Kannst du mir einen Saugroboter empfehlen? Das kann man jetzt zweideutig sehen. Saugroboter haben wir hier nicht. Also einen Saugroboter kann ich dir leider nicht empfehlen, weil unsere Wohnung hier ist zu klein für einen Saugroboter. Ja, die ist wirklich viel zu klein. Hätten wir eine größere Wohnung, wirklich wär alles doppelt so groß, dann würde ich dir, dann hätten wir wahrscheinlich einen, würde ich dir halt auch einen empfehlen können. Also ich würde dir, wie gesagt, gerne irgendwie die... Gesichtsausdruck, warte. Ja...
Kann ich dir leider gar keinen empfehlen, Wuppi. Leider nicht. Ja. Muskelkater gab es inklusive. Ja. Ja, nee, wie gesagt, ich weiß halt auch nicht, weil selbst sowas für VR, das wäre hier in meinem Zimmer halt auch nicht möglich. Dafür müsste ich echt das Wohnzimmer nehmen. Das Wohnzimmer ist schon vollgestellt. Und da ist ja halt auch unser Wäscheständer, wo ich halt immer unsere Wäsche aufhänge alle 2 Tage und so weiter. Ne? Und da sind halt auch Couches mit drin und der alte Dercho-TV-Tisch und so. Und ein Fernseher steht da jetzt auch drin. Ne? Also, wie gesagt, wir haben eine Kinect. Wir haben sie mal einmal ausprobiert. Ich weiß ganz genau, wann wir das erste und letzte Mal, glaube ich, ausprobiert haben. Das war nämlich, da haben wir so ein Fitnessspiel von der Kinect gespielt. Und das war an dem Abend, wo die Oscars verliehen wurden. Also ich war nochmal sportlich, nochmal richtig schön fit. Ja. Ich überhole mal. Und wie gesagt, auch also solche. Ich habe ja eigentlich auch vorgenommen und da hat mir auch. Ich will das jetzt halt auch nicht immer alles aufs Virus schieben, aber ich hatte halt so einen gewissen Ablauf für dieses Jahr, wie alles laufen sollte. Jobtechnisch, mit meinem Privatleben und so weiter und so fort. Also wie gesagt, wenn du dich halt wirklich informieren willst, schau mal auf bekannte Technikseiten, also wirklich bekannte Technikseiten, die halt nicht nur dich mit Werbung zu spammen, also auf der Homepage, sondern generell halt. Da gibt es auch bestimmt irgendwie von irgendwelchen YouTubern vielleicht sogar ein paar Infos und so. Also wenn ich, wie gesagt, wenn ich einen hätte, beziehungsweise wenn ich mal so, ne, mal welche gehabt hätte, hätte ich dir gerne welche empfohlen, Wuppi. Aber leider kann ich diese keine empfehlen, dann hätte ich es gemacht. Ja. Aber was soll's, wie gesagt. Kinect ist nice, nicht das gleiche, muss zugeben, hat auch nicht sehr viel Platz. Das ist ausreichend für solche Spiele zu spielen, irgendwo dagegen zu tun, aber muss ich schon vorher umräumen. Ja, eben. Ja gut, ich könnte es halt auch, ich müsste halt nur eine Sache hier machen, und zwar nämlich den Stuhl einfach nur wegräumen, den kleinen Tisch hier, den ich hier noch habe, müsste ich noch wegräumen, dann würde das theoretisch halt auch gehen. Also wenn ich sogar selbst streamen würde, dann würde ich das dann halt auch noch so ein bisschen halt einstellen, was natürlich dann auch möglich wäre. Och nee, ne? Ich muss Umleitung. Ernsthaft? Oh nee, ne? Was ist da hinten los? Oh, ha. Weißt du, wenn ich schon einmal nicht so gefahren bin, ne, dann muss ich schon anders fahren hier. Was soll denn der Scheiß? Oh. Euro-Goodies was abgefackelt, bestimmt Feuerwerkskörper drin gewesen. Ja, toll. Darf ich hier wahrscheinlich noch mal wenden und so. Ah, genau da darf ich wenden. Ja, super. Lustig. Sehr schön. So, wann komme ich denn eigentlich an? 23.11 Uhr. Und hier steht auch noch ein Auto. Unfall gebaut. Ja. So, das heißt, ich darf gleich nochmal runter, dann nochmal wechseln, dann geradeaus fahren. Sehr gut. Das heißt, ich bleib da mal hier drauf. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts. Ich habe jetzt schon gedacht, hier würde die Autobahn enden. Ist aber locker rechts vorbeigekommen. Alter, das mache ich nicht. Wenn, dann halte ich mich dran. Gut. Wie gesagt, dann hätte ich es auch nicht eingestellt. Ja. Demnächst rechts abbiegen. Also ich habe einmal gesehen, wie Error das gemacht hat. Da stand noch ein Hubschrauber, wenn ich ehrlich bin. Da stand echt noch ein Hubschrauber dabei. Ne? Da stand noch ein Hubschrauber dabei und er ist irgendwie da durchgekommen. Natürlich hatte sein LKW wahrscheinlich einen sehr hohen Schaden, aber... Ne? Warum... Fahr noch langsamer, dass ich hier gleich noch die Ampel mitnehme. Meine Güte. So. Die wollen wahrscheinlich auch in die Richtung. Kennst du noch, Wadi? Er saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann. Ja. So, jetzt kann ich rechts, genau, rechts hier abbiegen. So, dann können wir mal ein bisschen mehr Gas geben. Wir können ja 80 fahren hier. So, bam! Ja. Einerseits wäre hier Kreisverkehr gewesen, andererseits, ja. Bitte links halten. Passende Video dazu.
So. Ah, ne, das wollte ich. So, ich glaube, der Unfall da hinten ist auch schon längst weg, oder? Ne, da ist er noch. Siehst du, da ist noch der Hubschrauber. Wenn man das so ein bisschen erkennen kann. Wir fahren jetzt gerade daran vorbei. Ja, da wäre ich doch nicht durchgekommen. Ohne Mist, ey. Ich hätte, was weiß ich, wie viel Prozent schon auf meinem LKW Schaden gehabt. Guck mal, selbst mein Auflieger hat schon 1% Schaden. Ich sollte mal das Licht mal so einschalten. So, das heißt jetzt noch 2 Stunden, 45 Minuten, bis wir angekommen sind. Und ich sehe schon wieder eine Mautstelle. Das heißt, ich darf wieder mal langsamer werden. So, 80. Ich werde schon jetzt mal schon mal langsamer. So. Mal schön so mit 30 durchfahren. Das wäre nämlich perfekt. Deswegen, weil wenn da keine Schranke wäre. Wie schaut es mit Sims 4 aus, Wadi? Konntest du das Angebot noch schnappen? Nee, leider nicht. Und jetzt, wo ich mitgekriegt habe, dass ja jetzt noch ein neues DLC ankommt, ihr scheiß Autos, daher, dass jetzt noch ein neues DLC angekündigt wurde, glaube ich jetzt erstmal nicht, dass ich da jetzt noch irgendwie zuschlagen werde. Ich werde noch mal schauen, die Tage. Echt? Oh. Es geht um ökologisches Leben, ökonomisches, ökologisches Leben. Ne? Ja, genau, ein Thema Nachhaltigkeit, genau, das ist es. Also du kriegst ja sogar dann noch einen neuen Ort dazu, der halt wirklich so in Smog erstickt. Und dann kannst du halt mit neuen Sachen, du kannst ja zum Beispiel dann auch selbst Kerzen machen und so weiter und halt auch mit grüner Energie und den ganzen Kram halt dann auch etwas machen. Ich finde halt, das passt auch sehr gut zu diesem, wie heißt es, zu diesem DLC dazu oder zu dieser Erweiterung dazu, wo du halt diese kleinen Wohnungen bauen kannst oder diese Möbel halt für so kleine Wohnungen halt machen kannst. Und das finde ich halt auch sehr, sehr toll. Ja. Also ich würde mir ja gerne, liebend gerne halt wieder Jahreszeiten holen. Ne, für Sims 4, dann noch, wie heißt, Haustiere, vielleicht dann noch Studentenleben und das war's dann halt eigentlich. Vielleicht dann noch dieses mit diesen kleinen Häusern. Warum stelle ich mir Greta als Sim vor? Gibt's wahrscheinlich, kannst du wahrscheinlich erstellen. Mit Zöpfen, ne? Und dann nennt sie Greta Thunberg. Oh, jetzt nicht, ne, ich will mich nicht darüber lustig machen und so, ne? Aber was soll's. Ja, und das gibt's halt dann. Kommt erst im Juni raus für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Also, ich bin echt gespannt auf die ganzen Sachen. Warum auch nicht, ne? Kann man sich mal drüber freuen. Über die ganzen Geschichten. So, da ist die Polizei. Gut, ich bin jetzt nur 1 Kilometer drüber. Weil es nämlich runter geht, bergab. Was denn sonst? Ja. Wahrscheinlich kann man dann Sim danach auch mit dem berühmten Schild von Greta ausstatten. Nee, so weit nun auch nicht. Du kannst halt wirklich. So, es gibt einen Artikel auf derchotv.de, da habe ich es ein bisschen so beschrieben. Da gab es dann auch einen Trailer verlinkt und alles. Einfach mal reingucken. Da gibt es dann halt dieses das DLC nochmal. Aber ich hätte halt wirklich Bock, das jetzt mal auch alles mit Sims 4 jetzt mal hier so zu machen. Ich müsste sowieso auch einmal gucken, wie das mit Sims 4 mit Streaming wäre. Und ja, jetzt kommt ja auch noch, ja, Assassin's Creed Valhalla. Da ist ja auch schon eins der einer der Spiele, die ja auch für die Xbox Series X ja angekündigt wurde. Liebe Vikings. Oh, scheiße, ich muss. Oh, nee, komm, Bulle, fahr durch. Französisch Polizei. Scheiße, ich hätte jetzt gedacht, ich kann auch schön gemütlich hier fahren. Nein, wieder Landstraße. Ich bin auch bald da. Ach, Mann. So. Wenn man das hier kann, kann man auch hier mit 70 durchfahren, beziehungsweise mit 60, nicht mit 70. Oh, naja. Der Trailer ist echt, auch echt nice. Ja. Ich schäme mich ja, ach so, es ging um Vikings jetzt, nicht um, aber ich schäme mich auch ein bisschen, dass wir jetzt so nicht so richtig, als wir bei der Echo TV über Assassin's Creed Valhalla berichtet haben. Ja, das ist jetzt so meine persönliche Schmach, die ich jetzt eigentlich so verkraften muss. Ja, da sieht man halt, wie sehr Corona mich jetzt schon beeinflusst hat, ne? Deswegen ich ja auch gesagt habe, dass bei Games Live der News-Ticker verschwindet, damit dann halt auch mal ein bisschen Normalität herrscht.
Ja. Ist hier weiter mit Autobahn? Oh, es geht hier weiter mit Autobahn. Nice. Da überhole ich euch jetzt erstmal alle. Ah ne, das ist jetzt einfach nur eine normale Fernstraße. Ich will dieses Wochenende im Autokino war die. Morgen TÜV, wehe, das klappt nicht. Ah. Ja, die Autokinos hier erleben ja jetzt alle ein Revival. Ne? Es gab ja sogar mal so eine Partymeile mit Autos. So ein paar Autodisco. Da standen so die ganzen Autos, der DJ davor und dann uns. Und alle so mit dem Hupen, bieb, 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 ne? Und nach dem Motto. Ich fahr jetzt mal ein bisschen schneller hier. Das ist ja nix. Wenn gleich die Polizei kommt, kommt sie gleich. Wenn nicht, dann nicht. Ja. Ding ist nur noch eine Stunde vier. War ja auch irgendwie klar, dass ich jetzt hier mit überhöhter Geschwindigkeit auffahre. Meine Güte. Ich wieder zurück auf 94. So. Autokonzerte finde ich persönlich doof. Ja, glaube ich. Wir haben sowas gar nicht. Wir haben ja in Bielefeld so ein Auto. Also in Bielefeld gibt es ein Autokino ja jetzt. Ja, haben sie ein Autokino mal gemacht. Finde ich auch richtig mega, wenn ich ehrlich bin. Und das begrüße ich auch ganz herzlich. Wie gesagt, diese Autokinos erleben gerade durch Corona ihr Revival. Halt die normalen Kinos haben halt riesen Pech. Das Problem ist halt nur, die kein Auto haben, können halt nicht ins Autokino. Ne? Das ist halt das Problem. Kann ich halt auch nachvollziehen. Ja, die drehen halt. Ja, klar, weil wegen. Darüber haben wir auch berichtet, ne? Wegen den ganzen Filmen und so weiter, weil ja halt auch die entsprechend woanders ja. Vielleicht wäre so. Nun, Taxi. Ja, Trolls 2, genau. Das war's ja. Taxi. Also, ich möchte danach nicht die Taxirechnung bezahlen. Ne? Oder ich lasse einen Taxi fahren, ne? Nein. Wie gesagt, wir könnten eigentlich, ich weiß ja auch schon, also jetzt hier mit dem Fernseher, den wir jetzt hier haben, auch noch schön großartig hier auch so unser kleines Heimkino machen. Dazu haben wir alles. Ah ne, ich kann ja 90 fahren. Ja genau, er startet wegen Kinoticket. Der sagt, wenn du mir ein Kinoticket kaufst, dann darfst du umsonst fahren. Ja. Aber ich glaube, dann ruft irgendwann Chef an und sagt dann, ey, wo bist du? Wir brauchen noch einen Taxifahrer für dich. Dann würde ich lachen. Ja. Dann würde ich lachen. Aber nun denn. Gleich können wir runter. Das sind noch 20 Minuten. Deswegen will ich mal ein bisschen. Sonst in Österreich wollten auch schon einige dem Autokino ein Revival geben, aber die Behörden haben das bisher untersagt. Sonst gäbe es sowas auch schon längst wieder. Ah. Ja. Ja, ob wann die Kinos hier da. Ich bin mir sicher, wenn die Kinos halt wieder aufmachen, werden auch dann weniger Tickets halt verkauft, weil halt jeder zweite Platz quasi gefühlt irgendwie nicht besetzt werden darf. Beziehungsweise die müssen das wahrscheinlich dann so machen, je nach Reservierung, weil dann musst du halt, entweder kannst du dann halt also wie sonst immer normal online reservieren oder nur noch online reservieren, weil dann halt nur noch geguckt werden muss, wie du das halt dann machst mit den Plätzen, ne? Mindestabstand und so. Wenn du jetzt halt natürlich, ne, wenn sie jetzt ein paar sich jetzt ein Kinoticket holt, ne, und dann halt nebenan jeweils ein Sitz bzw. zwei Sitze leer bleiben müssen, ne, dann ist das halt auch schon so ein bisschen komisch, ne? Dann ist es halt schon wirklich recht eigenartig, wie das dann da ablaufen soll mit den Abstandsregeln und so, mit den Hygieneregeln wahrscheinlich auch und so, dann darf halt wahrscheinlich auch kein Dingens mehr so verkauft werden, also wahrscheinlich Popcorn schon, aber irgendwie ist dann halt mit Mundschutz die Mitarbeiter da sind und so weiter. Aber was soll's. Den Film Outbreak schauen. Diese zwei Sitze freie Regelung lohnt sich nicht. Falls wer den Film kennt. Gut, den Film kenne ich nicht. Nur im Hygieneanzug im Kino erlaubt. Die ganzen Fetisch-Freudes, Alter! Ich muss es irgendwie hinkriegen, dass ich den Chat hier lese und nicht da. Er kann nichts für, der hat Bumsen 2 gerade. Ja, ich komme nicht weg, ne? Ich glaube, der ist tot. Er ist tot, Jim.
Ja, nun, ne? Kann auch nur mir passieren. Kann das bitte jemand klippen? Dann mach ich's anders. Komm, wer grün! Du scheiß Ampel. Danke. So, dann mach ich's anders. Tschüss! Biege nach rechts ab. Bestrafe werde ich meinen LKW und meinen Hänger nicht in die Werkstatt schicken. Wir sind fertig. Ja. Weil ich mir einfach nur so denke, nö, das machst du nicht. Doch. Ja, auch zu Recht, gute Arbeit. Warum? 1% Schaden. Genau 1%. War ja ein toller Einstand, ne? Direkt sofort 3.000, 4.000, 5.000 Unfälle. Das kriegt nur wieder ich hin, ne? Bin wirklich so ein Genie. So, wir sind jetzt in La Rochelle oder wie es jetzt hier bei mir heißt. Morel. Ja? Kurz vorm Ziel ein Unfall. Ja. Leider. Nochmal zum Film. Outbreak geht auch um einen tödlichen Virus, der sich verbreitet. Und da gab es schöne Szenen, wie schnell ein Virus umgeht. Und da war ein Kinosaal mit lachenden Menschen und durch Aerosol alles verbreitet wird. Ja, nun, ne? Das ist halt auch immer wieder dann so eine Frage. Und bei jedem, ne, so eine Kammer oder irgendwie sowas reinsetzen. Also ich glaube, so diese VIP-Plätze mit den Kinos, die werden wahrscheinlich wohl wieder aufmachen können. Problem wird halt nur sein, dass da wirklich ein Kino, also ein Sitzplatz oder ein Kinoticket um die 30, 40 Euro dann kosten werden, ohne Popcorn oder Nachos oder so. So, jetzt schauen wir mal nach, was wir denn so alles von La Rochelle fahren können. Toulouse wäre quasi Rückweg, ne? Also, das wäre dumm, dass wir auch Brest könnten wir, dann wären wir nahe der dem Atlantik. Ich glaube, in Brest waren wir auch noch nicht. Montpellier, das wäre einmal quasi komplett zurück, das würde ich aber gerne vermeiden. Da bumsen zwei gerade. Dankeschön. Rennes wäre nach in den Norden hin, Dover wäre schon raus, Metz. Der Rest wäre halt, wie gesagt, schon nicht mehr mit dabei. Dann würde ich sagen, wir fahren nach Brest. Oder wie ich sagen würde, nach Brest. Ne? Und dann würde ich entsprechend auch eine kleine Pause dann dazu machen. Oh, ich sehe gerade, dass die Fracht hier ist. Das heißt, ich darf einmal rumfahren. Das ist sehr, sehr schön. Ne? Ich darf ja also einmal rumfahren. Merci beaucoup für was auch immer. So. Wetten? Wetten? Das ist ja hier, ne? Wir sind heile angekommen. Ich bin einmal rumgefahren. Das ging schnell. Ne, Frachtmarkt war das, genau. So, da haben wir es. Top-Pflanzen. Kaviar wäre aber auch nicht schlecht, aber zurück nach Toulouse will ich nicht. Kaviar. Sieht so ein bisschen wie Sumiris aus. Wenn wir wieder beim Thema Käse. Weil ich jetzt einen Käse gelesen habe. Jetzt wieder beim Thema Fisch wären. Ja. Aber den reichen Schnüsseln will ich hier scheiß Kaviar nicht bringen. Wenn ihn selbst holen. Da haben wir so viel Geld. Ja, danke, du. Ömmel. Ja, komm, machen wir so. Doch, Kaviar ist nicht meins. Ich mag ja, ich habe ja mal roten Kaviar probiert. Es gibt ja diesen schwarzen Kaviar und es gibt den roten Kaviar. Und dann, als ich mal bei meinen Eltern war, die so, geben mir so roten Kaviar, so breit, so wirklich aus der Dose, ne, schön mit Deckel so zum Aufmachen. Und meinten dann auch noch so, probier mal, ne? Habe ich mir so ein Brot geschmiert, Kaviar draufgepackt, gegessen, lecker geschmeckt. Aber ich finde den schwarzen Kaviar viel besser. Also diesen Billo-Kaviar eigentlich. So, dann können wir losfahren. Wetten, die zwei stehen da immer noch? Ich würde lachen. Wenn es so wäre. Oh, guck mal. Gerade durchgepasst hier. Das ist auch sehr schön. Ne? Alles lecker, ja, alles wirklich lecker. Ja. So. Ha, die stehen da immer noch. Ich hab's kaputt gemacht. Guck, die stehen da immer noch. Ich hab für einen riesen Stau da hinten gesorgt. Scheiße. Ich hab für einen riesen Stau da hinten gesagt. Ja, scheiße. Ja. Nun. Immer geradeaus.
Ach, die Ampel ist durch. Guck mal, selbst die Ampel ist aus! Ne? Gut, komm, dann machen wir jetzt mal Folgendes. Komm, damit wir mal ein bisschen helfen können. Hier. Ach, guck mal, jetzt auf einmal. Guck, der ist nicht tot. Er lebt noch. Sonst gucken wir mal hier schön. Alter. Na gut, ging bis hierhin, ne? Also, es hätte schon... Ach doch. 1000 Kilometer mindestens. Oh, herrlich. Ja, wieso dann die NPCs, so wie die, ne, der NPC so doof ist, ne? Ach, herrlich. So, dann biegen wir jetzt rechts ab. Genau, haben wir 5 Stunden 47 Fahrzeit. So. Biege nach rechts ab. So. Die ist bei mir immer vorbeigegangen, weißt du, ist das sowieso hier jetzt schon Anarchie. Wie viel Prozent Schaden habe ich jetzt eigentlich? 8% an meinem LKW, 2% an meinem Hänger. Ich hoffe mal zumindest, dass ich jetzt diese Fahrt hier mal in Ruhe machen kann. So, 90 kann ich maximal fahren, beziehungsweise 94, um nochmal dieses... Muss gleich runter? Hätte ich jetzt auch nicht... Alter, ich hätte da lang fahren können, ne? Oder? Echt, ohne Mist, ich hätte von La Rochelle... hier runterfahren können, ohne dieses Stück hier zu benutzen. Einfach mal von hier aus. Ne? Kein Verkehr und dann hier lang. Und dann wieder auf die A83. Ne? Sieht kurz aus, ist aber lang. Ja gut. Das noch. Dieses Stück hier, das Stück. Ich hätte schon gedacht, das wäre da oben. Ja. Gut, dann können wir gleich runter. Da steht es auch Nantes. Ja. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. So. Ja, rechts halten. Ich fahre mal ein bisschen langsamer. Nimm die Ausfahrt rechts. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Kommt nix. Sehr schön, dann können wir weiter. Oh, da geht's auch. Siehst, von da hätte ich auch fahren können. Da, wo es jetzt nach La Rochelle ging, hätte ich lang fahren können. Warum ich das nicht getan habe? Mann, Mann, Mann. Na gut, es gibt manchmal Orte, da hast du nur eine Autobahn und nur mit der Autobahn kommst du halt nicht weg. Ja, das wäre es halt noch. Nein, Wadi, du fährst nicht nach Valhalla. Valhalla. Das wäre es noch. So, 80 kann ich hier maximal fahren. Dann fahre ich auch 80. Schön Tempomat rein und gib ihm. Ne? Schön alleine. Komm. So. Ja, schön alleine. Ja, ja. Scheiß Autobahn. Polizei. Und noch schön hier Lichthupe gemacht. Ne? Den Hinweis: Machen Sie Ihr Nebellicht aus. An der Fernlicht aus. Am Arsch, wenn hier keiner fährt, dann mache ich an. Dann sehe ich die Straße. Tiere müssten sie noch einbauen. Am Kreisverkehr. Hm, danke für den Rat. Lachsfilet. Da müsste ich mal... Schaue, ne? So. Ah, guck mal. Siehst du, da sind wir schon durch. Da ist auch eine Mautstelle wieder mal. Ne? Tiere einbauen. Ja klar, dass du dann Bambi überfahren kannst. Ja, warum nicht, ne? Gibt bestimmt eine Mod für. Wahrscheinlich, wo man eher Dumme umfahren kann. Da wäre ich auch dafür. Ne? Bambi und Wambi. Ja. Ach ja. Oh, schon fast ein Jahr her, dass Banshee diesen... Ja, etwas müde. Kennst du den Gewinner vom Disney Bösewicht Cosplay? Nee. Oder wen meinst du jetzt?
Müde bin ich schon etwas. Ist ein langer Tag gewesen. Ne? Und geradewegs diese Sache mit dieser Person heute am Bahnhof. Ich weiß gar nicht, wie weit ich gegangen wäre bei dieser Chose. Aber wahrscheinlich hätte ich heute, wenn wir kuscheln, haarige Bäuche aneinander reiben. Nein, Wuppi, nein. Nein, 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 nein. So, ich würde glaube ich mal schneller fahren, bevor mir hier gleich bremst, dann springe ich da oben drauf. Ja, von dem hört man. Oh, ich habe schon Bambi lange nicht mehr gesehen, ne? Mal wechsel mal die Spur hier. Hab den Film auch schon lange nicht mehr gesehen, ne? Was war heute am Bahnhof? Ah, du warst ja nicht am Anfang dabei, ja. Mich hat heute so eine. Eigentlich wollte ich das jetzt nicht erzählen. Wie gesagt, du kannst mich gerne privat anschreiben. Es ging halt dazu, ich weiß heute, dass ich diese komischen Covid-Idioten mal jetzt so Leib und Seele erlebt habe in Form einer älteren Dame. Mehr sage ich so genau nicht dazu. Ich habe halt nur heute wirklich gelernt, dass wenn ich nett sein möchte, dass halt die Menschen, die es abbekommen, die es auch verdient haben. Also sprich zu anderen Menschen, die ich A nicht kenne und B direkt irgendwie aufmocken wollen und mir Fragen stellen, die ich nicht beantworten will und dann gleich ausflippen. Ne, und irgendwelche Behauptungen anstellen. Also die wünsche ich den Tod. Ist mir scheißegal, ob durch natürlichen Tod oder durch Corona. Und wenn das halt so Leute sind, die sich wegen so einer Sache aufregen und dann meinen, irgendwie im Leben halt nichts geschissen gekriegt haben und sich dann beschweren, dass sie halt so wenig Geld am Ende ihres Lebens haben, dann ist es nicht mein Problem, dann ist es deren Problem. Ich weiß zum Beispiel selbst, dass es auch mein Problem sein wird, dass ich, wenn ich in 30, 40, 50 Jahren in Rente gehen werde, wenig fürs Leben danach haben werde. Da habe ich halt Pech gehabt, weil ich mich halt nicht richtig darum gekümmert habe oder mich kümmern wollte. Sorry, aber nee, ich habe... es ist einerseits so, sie hat mich fast angegriffen, ohne mich richtig zu kennen. Und wer mich angreift und mich nicht kennt... Ne? Also so nach dem Motto, ne, ich laber über dich scheiße, obwohl du bist, überhaupt nicht, ne, obwohl ich dich überhaupt nicht kenne, ne? Also ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt genau erklären soll. Also es ist halt einfach nur so, ich fühle mich dann halt angefressen, wenn jemand kommt, wir leben in einem freien Land und sie stellt mir eine Frage, ne, und meint dann irgendwie von irgendwas, nur weil ich nicht sage, dass ich, ne, Beruf XY oder arbeitslos bin oder so und dann irgendwelche Behauptungen anstellt. Sie soll zumindest froh sein, dass ich nicht so einer bin, der sofort dann irgendwie was zum Schlagen nimmt und sie verprügelt. Sie soll zumindest froh sein. Ich habe zumindest noch versucht, nett zu ihr zu sein, aber sie ist dann direkt zu mir so asozial wie keine Ahnung wer. Sorry, aber da verstehe ich auch noch keinen Spaß mehr. Und gut, ich lache ja jetzt eher darüber. Jetzt einfach Twitch-Mitarbeiter gesagt. Ja. Nee, lieber nicht. Dann guckt sich Twitch das an und morgen ist mein Account gesperrt. Lieber nicht. Twitch sind nette Leute. Kein Schleim oder so. Auch wenn es, sagen wir mal, beim Reporten von diversen Accounts geht, die Scheiße machen oder so, ist das halt noch, sagen wir mal, noch steckt noch in den Kinderschuhen, aber sonst, keine Ahnung. Weiß auch nicht. Ich habe halt auch mich keinen Bock über solche Leute aufzuregen, die sich über Corona aufregen. Dann denke ich mir halt einfach, Leute, ihr habt zu wenig Hobbys in eurem Leben, ne? Regt euch, weißt du, die regen sich sogar darüber auf, wenn sie auf einmal schlecht furzen oder so. Ich hätte das wahrscheinlich noch erklären müssen. Und ich weiß schon, wie ich alten Leuten was erklären muss. Ich habe 29 Jahre mit meinen Eltern gelebt. Und eine musste ich immer genau alles erklären. Mein Vater supportet mich ja jetzt immer durchgehend schön mit dem Schauen meiner Videos. Ich hoffe, du nimmst das hier nicht ernst, Papa. Ne? Ich werde davon meinen Eltern ja auch davon noch erzählen. Ne? Aber wie gesagt, ich habe mich halt danach halt ein bisschen aufgeregt. Wie gesagt, ich wollte halt Error ganz in Ruhe abholen, wollte ein bisschen Pokémon Go spielen und so. Da bin ich halt mal mit diesen Covid-Idioten mal
Ich weiß gar nicht, ob es auch wirklich so eine ist, die wahrscheinlich am Wochenende irgendwo in der Umgebung, ich weiß gar nicht mal, ob es hier am Wochenende in der Umgebung hier irgendwo Proteste dagegen gab, gegen diese Beschränkung. Wenn ja, war sie bestimmt 100% dabei. Und wenn nicht, und sie halt nur durchgehend so meckert, weil sie hat auch andere Themen angesprochen, die Deutschland und Europa auch generell halt als Problem hat. Ja, ich sag nur Flüchtlinge, mehr nicht. Und das reicht mir alleine schon, um zu sagen, nee, ich diskutiere mit solchen Leuten nicht. Aber was soll's. Das ist dann wirklich, wenn ich ehrlich bin, mehr, ne, wenn sich Leute darüber aufregen, dass sie dieses Jahr nicht in Urlaub fahren können, dann haben sie wirklich in ihrem Leben nichts zu tun. Ganz ehrlich. Also, wer sich wirklich über sowas aufregt, dass sie nicht im Urlaub fahren können. Ich zum Beispiel habe mich eigentlich auch am Wochenende, wäre Japan-Tag gewesen, ne? Da wäre fucking Japan-Tag. Ja, schön. Geht jetzt nicht, weil wegen Corona. Ne? Das ist ja First World Problems Deluxe. Ich glaube, ein Psychologe würde da sagen, reif für die Klapse. Ja, wenn wirklich sich Leute über sowas aufregen, dass sie halt nicht in ein Geschäft gehen können, weil sie einerseits entweder, weil es wegen Krankheit geschlossen sind und sich deswegen dann auch noch aufregen und alles, ne? Ich habe dafür kein Verständnis. Ich habe ja schon mal vor Wochen geschrieben, wer Corona nicht ernst nimmt, hat ein größeres Problem. Und zwar das größere Problem mit seiner Glaubwürdigkeit und mit seinem Verstand. Und ich habe es schon heute generell gesagt, ne? Und es ist auch bewiesen und ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Der gesunde Menschenverstand existiert nicht mehr. Dafür brauche ich keinen Wissenschaftler, dafür brauche ich keinen Politiker oder sonstigen. Ich habe es mit meinen eigenen Augen heute gesehen. Der gesunde Menschenverstand doesn't exist. So. In Einzelfällen natürlich existiert er, also bei mir, bei euch, da draußen wahrscheinlich. Ne? Wer sich da jetzt halt dumm angesprochen fühlt, ne? Hier. Sorry, aber ich habe für solche Leute echt keinen Platz mehr in meinem Leben. Wer sich über jeden möglichen Scheiß aufregt, nur weil im Moment eine Krankheit vonstatten geht, wo man nicht weiß, wie A, man sie heilen soll und B, wie man dagegen vorgehen soll, ne, um sie einzudämmen, dann habe ich kein Verständnis mehr für die. Da habe ich für die auch nie keine Zeit. Ganz einfach. Und wenn die dann meine Meinung wissen wollen, dann ziehe ich meine Hose... Nein. Ich wollte gerade sagen, da ziehe ich meine Hose aus und kack den ins Gesicht. Problem wäre, einige würden das sogar wahrscheinlich mögen. Dann lasse ich es lieber. Und ich habe heute mich auch noch so geäußert, das würde man auch von mir nicht denken. Und geradewegs einer, der hier... oh Gott. Oh nein, Wadi, nein, würde ich auch nicht machen, keine Sorge. Nein, würde ich echt nicht machen, keine Angst. Bei mir würde wahrscheinlich nur der Mittelfinger kommen, mehr nicht. Ne, selbst wenn dann jemand wissen würde, wie ich heiße oder so, würde ich nicht mal sagen. Ich würde sagen, ich lebe in einem freien Land. Das ist meine Meinungsäußerung mit dem Stinkefinger. Und fertig aus. Das ist halt so, Leute. Ne? Und dieser Stinkefinger heißt, du kannst mich mal. Ne? Aber nun gut, wir haben es mit solchen Menschen zu tun. Ne? Einerseits sagen welche, das ist ihre Meinung, ja schön und gut, aber wenn dann irgendwelche Leute dabei sind, die halt nur auf Schläge aus sind, nur rummotzen wollen, dich anschreien wollen und meinen, immer recht haben zu wollen, dann gehören die ins Gefängnis. 5 Jahre. Nicht auf Bewährung, sondern in den Knast. Fertig. Punkt. Aus. Ende. Es gab mal so ein Wort, das nannte sich Respekt. Ne? Es nannte sich mal Respekt. Und diesen hat man heutzutage gar nicht mehr. Alleine schon wegen Corona nicht mehr. Mehr, du kannst es gerne schreiben. Du bist sowieso VIP, da sind sogar einige geschützt. So wie mit Tierarten und so. Und deswegen, und ich habe halt auch wirklich so zu... Und ich sage auch wirklich, die Menschen, die mir sehr wirklich wichtig sind. Also jetzt zum Beispiel mein Umfeld von meinen Freunden... meines Haushalts, also sprich Errors, ne, Tochter und so weiter und halt auch Freundin und so, eventuell länger, ja, da werde ich gleich auch dafür noch hier auf Escape drücken. Kann ich ja Gott sei Dank, das könnte ich im Truckers MP nicht. Komm, schmier mir ab. Wahrscheinlich ist der PC sowieso schon gestört wegen diesen Abstürzen. Gestern zweimal hintereinander.
Ja, wie 500 Zeichen gehen eh nicht, also Untertitel. Dann teile es lieber. Ne, und wie gesagt, jeder hat da seine eigene Meinung. Und klar, ich kann es verstehen, dass einigen das so langsam auf die Nüsse geht mit den Beschränkungen. Aber einerseits kann es wirklich passieren, dass ein gesunder, kerngesunder Mensch auf einmal in 2 Wochen nicht mehr lebt oder mit Schäden davon kommt, wo wir dann auch noch nicht mal genau wissen, ob diese Schäden wirklich für dein ganzes Leben bleiben oder vorübergehend nur. Und du das nicht therapieren kannst oder so. Und dass dann andere dann halt noch kommen und irgendwelche Sachen sagen, wie von wegen Bill Gates ist schuld und so. Bill Gates kann euch ganz einfach den PC abschalten. Er hat Windows erfunden. Und Microsoft gegründet. Er kann euch einfach mal ein Virus einbauen und schon seid ihr weg. Alleine das würden wahrscheinlich die Verschwörungstheoretiker sogar noch einbauen. Er kann eure PC steuern und alles, ja! Ja, man kann euch auch ins Gehirn kacken. Und ich lache halt einfach nur noch darüber. Und wenn halt einer hier das sieht und so, ne, und sagt, ja, lach nur ruhig noch. Also, wenn ich herausfinde, dass da wirklich so 2, 3 Leute gibt, die sich diesen Stream hier angucken, sich derbemaßen darüber noch aufregen und mir dann irgendwie mit Tod, mit dem Mord drohen oder so, das landet ganz schnell bei der Polizei. Weißt du, ich kann jetzt hier noch sagen, ne, ihr könnt jetzt noch hier sagen, du wirst uns nicht finden, aber es gibt Möglichkeiten, euch zu finden. IP-Adresse kann man heutzutage schnell rausfinden. Auch mit Scheiß auf Datenschutz, ne? Jeder gibt immer was im Internet ab. Und nur weil man im Internet einen anderen Namen hat und dann nicht zurückverfolgt werden kann, ne, dann ne, geht's halt auch. Und da habe ich schon Geschichten halt von gehört. Hohoho. Ich hoffe, der eine kommt dann irgendwie in den Knast. So, was lese ich hier? Ich denke, die meisten Leute sind einfach nur angepisst zwecks Kontaktverbot etc., weil sie dann mitbekommen, dass Fußballer spielen dürfen, müssen Ikea blablabla bla bla aufmachen, darf keine Schwimmbäder öffnen und so weiter und so fort. Ja, wenn man das Thema Bundesliga mitbekommt, ich kann es ja jetzt sagen, das ist ja hier jetzt nicht Update Live, das ist jetzt hier Games Live. Und ich sag's folgendermaßen. Einerseits, ja, die Kommunikation war bei uns nie einheitlich. Wir haben 16 verschiedene Kommunikationswege. Ja, zumindest in NRW, das stimmt. Ohne sie jetzt zu verteidigen zu wollen, aber ich denke, die meisten Leute sind langsam sauer auf Politik, weil sie sich verarscht fühlen. Mehr, das Problem ist halt noch, ich spreche das aber jetzt auch an, und das ist jetzt nur eine Ausnahme, die Frau hat auch noch die Flüchtlinge angesprochen. Also das ist eine Dame, die einfach generell die Schnauze voll von den etablierten Parteien hatte und wahrscheinlich sogar eine AfD-nahe Person gewesen ist. Wahrscheinlich. Und sie kam mir halt so geradwegs noch, als wäre ich hier einer von der faulen Sorte, ne, dass ich hier nicht arbeiten gehen will und weiß ich nicht alles. Sorry, was kann ich denn dafür, wenn geradewegs Betriebe nicht mehr suchen, weil sie halt selbst um ihre Existenz kämpfen? Hm? Ich verstehe da gewisse Leute halt nicht. Überall anders, eben. Und das ist halt das Problem. Und wenn dann halt so ein Zwergpinscher namens Armin Laschet kommt... Oh Gott. Nee, Leute, das driftet in Politik ab. Ich wollte das nicht. Ich sag so viel, wie es ist. Ne, ihr könnt es gerne selbst sagen. Ich sag so, wie es ist. Es hätte alles einheitlich sein sollen. So wie es jetzt halt im Moment ist, ist halt auch sehr schön. Habe ich dir mal erzählt. Ja, du hast mir von dieser Sache erzählt, mir. Ich will jetzt nicht immer auf Pause drücken. Ne? Hört ihr es im Übrigen? Warte mal. Der Regen. Der Ronald Reagan! Oh! Mach mal Fenster auf. Kann ich nicht! So hört man es wieder nicht. Wie kannst du nicht? Keine Ahnung wie! Wie mache ich das? Kann man das hier irgendwo? Moment. Gameplay. Ach nee, Tastenknöpfe. Rechtes Fenster öffnen, linkes Fenster öffnen. Geil.
Geil! Das kann ich stundenlang machen. Genug. So. Ich muss gerade so an Monster AG denken mit der Fahrsitzänderung. Ja, Monster AG war das. Keine Ahnung, ob Monster Uni, Monster AG. Mann, ich habe Disney Plus, ich könnte alle Filme gucken. Und ich nehme mir nicht die Zeit dazu. Verdammt. Was wollte ich eigentlich nochmal sagen, um halt nochmal generell auf dieses Thema zurückzukommen, bezüglich, was du jetzt geschrieben hast, Mia. Ich kann halt verstehen, dass gewisse Leute halt wirklich am Rande ihres Wahnsinns sind, aber weniger Stream, Kappa. Ich stream schon alle 2 Tage, es reicht doch. Aber ich kann auch weniger streamen, kein Problem. Ich habe halt auch wegen dieser ganzen Corona-Situation auch echt überlegt, dass ich mal einen Monat oder so echt Pause mache von allem. Weißt du, Social Media mäßig, ja, dass ich mein Twitter-Account und so, also dass ich nur noch halt mit Dercho TV unterwegs bin und dass ich halt auch wirklich gar nicht streame oder so. Aber ich denke mir halt, warum auch? Dann würdest du halt die Leute gewinnen lassen, die halt geradewegs das auch wollen, dass du das halt dann nicht machst. Aber um halt auch, um das nochmal so oh ja, das muss ich mal machen, wenn ich durch den Tunnel fahre. Aber um nochmal auf deine Sache zu kommen, ja, ich kann die Leute halt verstehen, aber wer mir dann halt mit einem Argument, also es ging mir halt auch einfach nur darum, dass die Frau halt meine Antwort nicht akzeptiert hat. Und das ist für mich halt sehr wichtig, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich akzeptiere halt immer jede Antwort von jedem Menschen. Wenn mir jemand sagt, nee, will ich nicht, dann sage ich ja, ist in Ordnung, vollkommen in Ordnung, ist in Ordnung, ne? Aber das Problem ist halt einfach nur die, dass gewisse Menschen halt dadurch halt ein bisschen angefressen sind. Aber was kann ich dann dafür, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht sage, warum ich meinen Beruf zum Beispiel nicht nenne? Nur weil ich jetzt geradewegs zufällig vorbeigelaufen bin. Und weil sich eine ältere Dame aufgeregt hat, dass der Kiosk wegen eines Viruses zu ist, wo die Wahrscheinlichkeit besteht, dass du halt dich da anstecken kannst. Ne? Und dass sie sich dann halt so heftigst aufregt, wo ich mir schon denke, warum gehst du nicht gleich auf mich los? Ne? Und suchst dir ein unschuldiges Opfer aus. Und dann regt sie sich auch noch über eine mit einer fremden Person auf und lässt ihre Wut auf mich raus. Und das hasse ich. Wer die Wut auf mich, also wer seine Wut auf andere Personen rauslässt, ne, da bin ich ganz ehrlich, der sollte einen Psychologen aufsuchen. Ganz einfach. Ne? Der sollte echt einen Psychologen aussuchen. Rutschen nicht, aber mir rutscht dann immer die Maske. Das ist mein Problem. Das ist halt mein Problem. Und wie gesagt, ich habe halt nur eine Maske aus einem meiner alten T-Shirts gemacht und ich will jetzt endlich eine richtige Maske. Wo ich richtig so über die Ohren stülpen kann und alles, aber nicht hier eine, wo ich wirklich Bänder drum machen muss noch vorher und so, weil die muss ich dann wirklich durchgehend tragen und das nervt. Und das will ich nicht mehr. So, in Brest war ich schon mal. Ach ja, stimmt, hier geht es ja direkt ja Richtung Großbritannien so gesehen. Okay, ich leide nicht alleine. Ja, wie gesagt, ich habe da halt auch öfters meine Probleme, wenn ich atme. Ich habe sowieso generell Probleme auch beim Atmen, weil meine Kondition im Arsch ist. Und das nervt mich sowieso. So, die zweite Fahrt haben wir zumindest gut hingekriegt, würde ich mal sagen. Das finde ich auch sehr schön. So, würde aber dann auch gleich mal zur Werkstatt fahren und dann mein Auto reparieren. Und dann würde ich eine ganz kurze Pause halt auch noch machen. Ich habe eine geile Maske, da sehe ich aus wie ein Ritter. Die Leute starren mich an, Mann, fassungslos. Habe mir eine FPP2 bestellt und dann 4 Stoffmasken und eine PVC und ein FPP2, sollte reichen. Aber dir ist aber auch bewusst, Wuppi, ne? Nicht so viel FPP2 kaufen, die sind eigentlich für die Krankenhäuser.
Ne? Um das nur so zu sagen, aber du hast dir zumindest halt auch schon mal einen guten Vorrat gemacht, was ich auch sehr gut finde. Ich will halt einfach nur eine dieser Stoffmasken halt, ne? Ganz normal, schön drüber, ne? Und ich bin ein Krankenhaus. Achso, nur irre hier. Ja, wer hier bei Dashlo TV ist, ist auch im Krankenhaus, ne? Wer weiß. Ne? Und wie gesagt, und das mit den, was ich jetzt halt auch noch mal kurz gesagt habe, wegen diesen ganzen Corona-Sachen, dass ich den Tod wünsche und so weiter. Ich meine das halt auch nicht richtig ernst, aber versetzt euch mal mit euch mal in meine Lage und es quatscht dich jemand an und lässt deine Wut auf dich raus und rastet aus oder wird sauer, weil er dir nicht antworten will, nach dem, also die Betonung nicht antworten will. Ne? Wir leben ja nicht in einem Land, wo du jedem antworten musst und dann, wenn du nicht antwortest, erschossen wirst. In Weißrussland ist es wahrscheinlich so, aber nicht in Deutschland. In Deutschland hast du Demokratie, hast du Pressefreiheit, hast du Meinungsfreiheit. Klar, ist auch ihre eigene Meinung und alles, aber mich damit dann voll zu quatschen, ist auch gern in Ordnung, aber mich dann davon beeinflussen zu lassen oder mir dann Glauben schenken zu wollen, dass nur das Wahre ist, sorry, dann Sachen packen und bitte in ein anderes Land gehen, wo sowas herrscht, gerne, aber nicht hier in Deutschland. Solange wie ich es hier gemütlich finde, in diesem Land, meine Meinung sagen zu dürfen, über das berichten zu wollen, über das ich berichten will und dass ich auch meine Meinung verweigern darf und kann und will, werde ich es auch tun. Und wer mich daran hindert, in einem Land, wo ich lebe, nicht meine eigene Meinung sagen zu dürfen, also dann bin ich weg oder ihr könnt mich gerne, ne? Ihr wisst schon. Muss man auch nicht immer ansprechen. Deswegen. Und ich hasse auch sowas, eigentlich über sowas zu reden. Weißt du, ich habe mich wieder nicht an meine eigenen Worte gehalten, indem ich gesagt habe, ja, ich erzähle darüber nicht. So großscheinheilig gesagt. Und dann habe ich es dennoch getan. Wo ich mir jetzt auch mal wieder denke, weißt du, du bist mal wieder ein Widerspruch in dir selbst, Wadi. Sagst, du willst nicht darüber reden, tust du aber trotzdem. Aber nun gut, irgendwann kommt sowieso dann raus und so. Also ich kann ja zumindest sagen, dass ein, zwei Leute hier im Chat Bescheid wissen. Ich glaube nur einer, der gerade zuguckt. Ist aber auch nicht so schlimm. Ne, zwei Leute sogar. Zwei Leute. Aber einer oder beziehungsweise zwei Personen habe ich es auch genau erklärt, was eigentlich Sache ist. Mir aber auch gerade einfällt. Ne, was mir aber auch gerade einfällt, ist, dass ich hätte die Mod installieren sollen, wo ich reale Firmen habe. Das hätte ich machen sollen, ohne Scheiß. Hätte ich machen sollen. Ach, ich muss eine weiter. Manchmal muss man auch einfach seinen Frust, seine Wut ablassen. Ja, aber wenn man seinen Frust und seine Wut ablassen will, ne, dann weiß ich mal wieder was. Weiß ich nicht. Und Pedro, das kann ich dir nicht sagen. Ne? Nee, aber ab und zu muss man halt auch mal wissen, man sollte seine Wut A, nicht bei den Leuten rauslassen, die man A, nicht kennt, B, sehr lieb hat oder beziehungsweise zumindest mag. Ne, also sprich, wenn man Frust ablassen soll, Gyros aus Köln-Deutsch essen. Oder ich kann auch GTA empfehlen. Also ich habe zum Beispiel, das ist kein Scherz, und das erzähle ich jetzt auch öffentlich hier im Stream, ich habe mir GTA San Andreas, also wenn ihr seht, wenn ich GTA San Andreas spiele, für die mich in Steam haben, wisst ihr ganz genau, ich lasse meine Wut gerade raus. Weil ich dann nämlich, ne, von wegen hier, ne, hat über Cheater berichtet oder so, ich habe mir ein paar Cheats aus dem Internet rausgesucht, wie ich ein paar Waffen habe und baller dann einfach durch die Gegend und lasse meine Wut raus. Weil das sind virtuelle Menschen, die gibt es in Wahrheit nicht, Punkt, aus, Ende. So. Und ich lasse in Videospielen meine Wut lieber raus, anstatt bei Leuten, die ich mag, die mir sehr, sehr wichtig sind, ne, weil sonst eines Tages sind sie weg. Ne? Um das mal so zu erklären. Ne? Das Leben lasse ich sie lieber entweder in einem Sandsack raus, also vielleicht, wenn man irgendwie, ne, ein bisschen Boxtraining machen will oder so, keine Ahnung. Oder vielleicht in einem Kissen einfach mal schlagen oder so. Aber was soll's. So, ich lasse euch jetzt mal für 2-3 Minütchen mal raus. Sims 3 Nutzkin Download. Ich glaube, da sieht man auch eh nichts Besonderes. Da bin ich schon ehrlich, Wuppi. Da wird man nicht so viel von sehen. Ja, obwohl ich könnte mich auch richtig hinstellen. So. Auch richtig hinstellen, genau. So. Ein Wadi erstellen und dann die Mod dazu. Ach, Sims 3, ne? Nicht Sims 4. Doch, man sieht sehr viel. Ja gut, dann dürfte ich die, glaube ich, nicht einsetzen, ne? Weil sonst wäre Twitch-Kanal gebannt. Apropos Twitch-Kanal. Ich mache jetzt mal ein kurzes Päuschen, Freunde.
Oh nein. Oh nein. Oh Gott sei Dank. Ich hab schon gedacht. So, ich mache jetzt mal eine ganz kurze Pause. Heißt, auch für euch mal kurz aufs Klo gehen oder zumindest was zu essen holen, denn ich habe jetzt Bock, noch das zweite halbe Stück Lasagne noch zu holen. Ich habe noch Hunger und wie gesagt, Lasagne ist geil. Aber ich gebe euch auch da noch einen Tipp. Isst die Lasagne lieber nicht alleine ganz auf, dann kriegt ihr nämlich nur die Hälfte. Egal, bis gleich.